Und damit hallo und herzlich willkommen zur 30. Folge Schreitet in Tugend. Des Morwine Let's Plays, wo wir gerade in der letzten Folge erfahren haben, dass wir jetzt uns die drei, den drei Prüfungen unterstellen müssen, den sieben Prüfungen. Und die dritte Prüfung ist, dass wir nach Kokorun gehen müssen und dort irgendwas rausholen müssen. Was steht denn hier da? Wenn ich drei Zeichen bringe, wird der Minimum, genau, das würden drei Zeichen bringen, und zwar eine Korpusträne, einen Pokal mit dem Zeichen des Hauses Dagoth, sowie den Schattenschild, der auf dem Grabmal des Dagoth-Murin liegt. Die drei Sachen soll ich ihm mitbringen. Und werden sie auf der Karte gekennzeichnet, während ein Sturm aufzieht. Unter Sonne und Himmel. Ich hätte einen Moment Zeit für ein Gespräch mit euch. Während er uns auf der Karte gekennzeichnet hat, wo wir hin müssen, und zwar dahin. Und ich nicht weiß, wie wir da am besten hinkommen. Und deswegen laufe ich einfach mal den Weg, den ich denke, dass der richtige sein müsste. Und zwar so, wie wir auch hergekommen sind. Und ich wollte noch vorher ganz kurz einmal schlafen. Und zwar nicht wegen den Level-Up, sondern weil da unten ein bisschen was von den HP fehlt. Ich habe bereits von euch gehört. Und wir müssten bei ihr handeln, ein bisschen was weg verkaufen können. Das hier alles. Genau. Wenn sie sich das alles leisten kann, das kann sie. Wenn wir jetzt ein bisschen an Cap wegbekommen, ist nicht viel. Aber besser als gar nichts. So. Anbieten. Ich so. Sehe, euch gefällt dieses Land. Wir heißen euch willkommen. Danke. Und wir schlafen. Ihr werdet leiden. Werden wir natürlich, nachdem wir schlafen, direkt wieder aufgeweckt werden. Diesmal läuft es aber besser mit ihm. Wir theoretisch gesehen, wir werden nochmal so viel... Wir werden schon von Zweien angegriffen. Uiuiui. Der haut aber gerade richtig rein. Exklusiver Genesungstrank. Oder? Ja, doch, exklusiver. So. Dann könnten wir, wenn wir jetzt schon so viel Loot bekommen, auch nochmal kurz verkaufen gehen. Wenn wir eh schon da unten in der Nähe sind. Ja, das werden wir auch machen. Nochmal kurz verkaufen. Fürs Level-Up wird es zwar nicht reichen, aber... egal. Und ich hoffe übrigens, dass die Lautstärke passt. Ich habe mal alles ein bisschen lauter gemacht. Nicht so wie auch das Spiel. Ich werde mir das nach der Folge dann mal angucken. Notfalls ist diese Folge dann jetzt halt auch zu laut. Danke. Fix was trinken. Dass wir jetzt auch schief gehen können. Wie ihr gesehen habt, der Balken war echt low. So. Von zweien gleich angegriffen. Dann haben wir wieder das unglaublich wertvolle Schwert, Leiche beseitigen und ihn hier auch, und haben ja wieder massig guten Loot bekommen. Bis geheilt. So, machen uns auf den Rückweg, und wie gesagt... Ich grüße euch. Ich glaube, ich habe bereits von euch gehört. Ich würde sagen, wir machen wieder das, was wir schon so oft gemacht haben, und zwar verkaufen, fahren, gehen, laufen, reisen, verkaufen, reisen. Was? Weil, macht ja Sinn, wir haben wieder massig Loot und ich weiß eh nicht, wie ich ihn am sinnvollsten loswerden soll. Obwohl, wir haben auch das Problem, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin mit dem Gold. Wir müssten uns eher da mal kundig machen, wo wir vielleicht jemanden finden, der uns auch noch entsprechend ausbilden kann. Ich meine, ich habe ja schon gesagt, ich würde gerne Falschen maxen, aber Falschen maxen war halt auch teuer. Obwohl wir bald eh nicht mehr wissen, wohin mit dem Gold. Okay, wir machen Folgendes. Wenn wir 20.000 Draken haben, dann reisen wir nach in das Zainab-Lager und tun dort Falschen ein Stückchen hochskillen. Auch wenn wir dort, glaube ich, nirgendwo schlafen können. Und wenn wir das gemacht haben, danach suchen wir uns jemanden, der uns in Blocken maxen kann. Oder so. Auf jeden Fall den anderen Werten, weil die sind ja eigentlich schon recht hoch. Blocken ist so ein bisschen hinterher. Schmieden können wir uns auch jemanden suchen, der uns da maxen kann, weil wir Schmieden ja nicht selber machen. Hallo, mein Kleiner. Ich überlege, wie schwer dieser Mob am Anfang war. Und ich weiß auch nicht, ob das irgendeinen tieferen Sinn hat, dass er hier vor einem Höhleneingang steht. Die uns damit was sagen wollen, dass die wissen, dass man immer hier vorbeikommt, oder... I don't know. Und
wir werden auf jeden Fall unter diesem Problem leiden, was ich schon öfters beschrieben habe bei Morrowind, dass wir einfach so unglaublich viel Zeit in Morrowind damit verschwenden mit unserem Charakter, dass er besser wird, also in diesen Charakter Zeit stecken, anstatt einfach nur straight auf der Storyline zu bleiben, dass es schon wieder fast schade ist für die ganze Zeit, aber was will man machen? Ich meine, ich habe jetzt schon wieder zwei Waffen bekommen, die beide 48.000 wert sind. Interessant wäre, ob man irgendwo ein Haus kaufen kann oder ob man einfach nur sagen kann, das ist jetzt einfach mein Haus, dass man seine Sachen dort irgendwo lagern könnte. Wie viele Mobs hier mittlerweile überall sind. Echt recht viele Mobs mittlerweile für die für das, wo wir bisher hingereist sind. Also, wir laufen des Öfteren die gleichen Routen hin und zurück, weil es einfach sich anbietet. So, hier war ich auch noch nicht drinne. Ich habe mich immer noch nicht kundig gemacht, wie es nach dem Addon weitergeht, aber ich glaube mittlerweile, wenn wir jetzt erst 7 Prüfungen ablegen müssen, um zu beweisen, dass wir in der Ravine sind, wird das wahrscheinlich auch noch einen kleinen Augenblick länger dauern, bis wir durch sind, weil wenn ich nach jeder Prüfung eine halbe Weltreise mache, um fix zu verkaufen, beziehungsweise was heißt fix, um zu verkaufen, dann könnte tatsächlich noch etwas sehr viel Zeit drauf gehen. Und vor allem, wir haben ja mittlerweile nicht mal mehr wohin mit dem Gold. Wie viel Gewicht hat das eigentlich? Gar nichts. Gold hat kein Gewicht, wir können davon nun endlich rumschleppen. Tatsächlich ist eher das Problem, dass man sich mal Händler suchen müsste, die ein bisschen mehr Kohle haben als die, die ich kenne, weil wir immer diese gleichen Händler nutzen zum Verkaufen, was nicht unbedingt das cleverste ist, aber was will man machen? Ich wette, man könnte, wenn ich ein bisschen mich mehr mit den Händlern beschäftigen würde und mehr finden würde, wesentlich besser auch verkaufen. Reiche beseitigen. Oh, die Musik. Morrowind ist die Musik. Oh, immer wieder geil. Kann das nicht oft genug wiederholen. Oh, aha. Okay, den habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das ist der vor uns schon. Und das ist ein Caster da vorne auch noch. Das heißt, ich sollte mich beeilen. Los, stirb. Okay, und jetzt zu ihm. Er hält sogar einiges aus. Okay, ich auch, ich weiß. Was hat er denn uns jetzt da drauf gedrückt? Okay, der drückt uns auf jeden Fall einiges an Effekten rein. Während schon da oben der nächste Vogel ankommt. Vogel. Machen wir erstmal den Vogelfix weg, weil der hält nicht viel aus. Ist das normal, dass irgendwann die Mobs so viele werden? Wo ist er denn? Da ist er. Es sind echt mittlerweile verdammt viele Mobs, die hier sind. Was wollte ich jetzt machen? Mir noch einen Zaubertrank reindrücken. Den da. Einen. So. Und da oben ist der nächste Vogel. Aber der kommt direkt runter. Wurde was am Schwierigkeitsgrad gedreht? Oder haben die was... wurde das Spiel gepatcht? Hat sich irgendwas geändert? Der Schwierigkeitsgrad, das war hier unter Optionen. Nee, der Schwierigkeitsgrad ist gleich. Hm. Warum sind hier so viele Mobs? Schwer, der nächste Vogel im Visier. Ich glaube aber erstmal den hier vorne. Ich meine, die sind jetzt alle kein Problem, diese Viecher, aber... Mensch, das habe ich echt nicht mehr in Erinnerung. Und wenn wir jetzt keinen Umweg laufen würden, sogar direkt zwei.
Zeig's euch gleich, nachdem die tot sind. So. So. Und jetzt, wenn wir das nächste Mal dann dorthin laufen wollen, wo wir hin sollen, werde ich hier hochgehen. Werde gucken, ob wir da dann irgendwie hinkommen. Nee, das macht keinen Sinn. Wir sind jetzt schon zu weit gelaufen. Dann werden wir doch also hinter diesen Hügel da nach links laufen. Okay, okay. Gut zu wissen. Gut, dass wir das nochmal ausgekundschaftet haben. Während es stürmt, wie sonst was. Ich gerade schon wieder dachte, wir haben hier eine Axt, einen Handschuh verloren, aber haben wir nicht. Wenn uns die nächsten Vögel angreifen. Vogel. Vogel. Habe ich Leertaste gedrückt? Warum das denn? Ah, weil ich springen wollte. Schon, das. Sowas vergisst man. Ich hab keine Ahnung, ein paar Tage nicht gespielt. Ich glaube, 3 Tage nicht gespielt. Und hab schon wieder vergessen, dass man manchmal lehrt, dass eigentlich E. Also, ich hab's nicht vergessen. Ich habe die ganze Zeit E zum Springen gedrückt. Aber manchmal drückt man dann trotzdem noch Leertaste, weil man denkt, Leertaste ist das Sinnvollere. Egal. So. Jetzt müssten hier unten Händler sein. Dafür müsste einer dann auch relativ rich werden, weil wir ihnen erst alles geben zum Verkaufen. Oh, hier lang, genau. Der ist wahrscheinlich recht arm. Stopp. Handeln. 1400. Also jetzt reparieren wir hier mal alles. Und jetzt hat er wie viel? 2300. Gut. Dann fangen wir mal an und geben ihm das Wertlose. Das wollen wir ja behalten. Hier, das ist auch noch wertlos. Und das. Der Rest ist schon gar nicht mehr so wertvoll. Was geben wir denn jetzt noch? Einen davon? Sogar beide? Ne, einen nur davon. So. Und dann hat er alles, was er haben soll. Richtig? Richtig. Handeln. Danke. Und weiter geht's. Gucken wir noch nach hier drüben. Auch wenn ich nicht glaube, dass der uns sehr viel abkaufen konnte. Oder konnte der nur ausbilden? Der konnte nur ausbilden. Was kannst du denn ausbilden? In nichts, was mir was nützt. Ach ja. Nie finde ich gute Leute zum Ausbilden. Der konnte auch aus... Nee, der konnte nur reparieren. Und jetzt gab es hier unten noch sie. Mit ihr kann ich aber aktuell nicht reden, weil sie hier rumbackt. Okay. Dann lassen wir es. Wenn die da unten meint, dass sie den einen Mob da rumbacken muss, dann verschwinden wir hier wieder. Mehr Händler gab es hier, soweit ich weiß, nicht. Und wenn, dann bin ich blöd. Gleich beseitigen. Jetzt können wir noch in Altruhn zu den beiden Händlern da gehen, aber ich glaube, die waren auch recht arm. Altruhn. Düm, dü, dü. Du, 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 du. So, die Waren. Lasst mich nicht lügen. Wie kann ich euch helfen, Ork? Ork. Interessant wäre, ob die Magiergilde hier vielleicht mir Wiederherstellung beibringen kann. So, da hinten waren die Händler. Ich weiß aber nicht, wie reich die waren. Zumindest der hat ein bisschen Geld, weil so sieht er zumindest aus. Ja, 750 ist jetzt nicht die Welt. So. Schon zu viel. Wie viel war so ein Handschuh wert? Einer? 800. Dann kriegt er einen so einen Handschuh. So. Gibt es etwas, das ihr braucht? Hier drinnen ging es nicht rein. Hier war noch ein Händler. Der hat da aber, glaube ich, nicht. Was sind das? Kein Gold? 200. Wie soll ich denn damit? Nimmst du das? Nö. Warum auch? Dann gibt es hier drüben noch den Pfandleiher. Ich glaube, der kauft dann auch nur Müll an, oder? Was wünscht ihr? Ich will handeln. So, hier handeln. Kaufst du das hier an? Ja, macht er.
Aber den Rest hier wird er nicht angreifen. Oh doch. Dann hätten wir nur noch die Brüste. Handeln. Okay. Hat er sogar angezogen. Hat schon mal was davon gegeben. So, das hier war ein Buchhändler. Der dürfte das nicht ankaufen. Jetzt gucken wir noch mal kurz hier rein. Weil hier drinnen auf dem ersten einen Händler sehen. Ich sehe links und rechts Schilder. Hier müsste ein Alchemist sein. Schneiderin. Handeln. Ich hab nur 300. 300, was will ich denn mit 300? Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? Ja, mehr Gold besitzen. Boah, was für ein Riesenbett. Okay. Gibt es etwas, das ich für euch tun kann? So, dahin. Das hier war jetzt der Alchemist, genau. Mit der Riesenhütte, der am Ende wahrscheinlich auch nicht viel ankauft. Brauche ich auch nicht runtergehen. Also ich glaube, wir waren da schon mal da unten, deswegen. Und hier hinten war noch ein Schild. Was ist das? Zauberung. Vielleicht kann der mich ausbilden und verzaubern. Das wäre ja cool. Handeln. Nee, aber der kauft an. Aber der wird das nicht ankaufen, oder? Doch. Sogar alle beide direkt. Mensch. Dann packen wir noch... zwei Handschuhe drauf. Zwei sind zu viel. Dann nur einen. 1900. Ja. Ich würde sagen, machen wir. Siehe, nimm. Ausbilden kann sie mich nicht, sie kann nur irgendwas verzaubern. Das Verzauberfenster hatte ich ja beim letzten Mal schon nicht verstanden. Aber waren auch wieder 2000 Gold, die hier unten einfach mal so rumlagen. 2000 Draken. Aber ich sag weiter Gold, ist mir egal. So, jetzt noch kurz nach Balmora. Namora können wir auch noch schick ein bisschen was verkaufen. Kenne ich euch nicht. Und genau, wir gucken mal kurz hier in die Magiergilde rein, ob uns dort einer ausbildet in Verzaubern oder in Wiederherstellung. Das wäre für mich mega, mega hilfreich, weil es das nämlich noch fehlt. Blau sieht schon gut aus, aber braun scheint länger zu halten. Da ist aber einer. Hallo. Er macht nichts. Hallo, Ausbildung. Verzaubern kriege ich hier beigebracht. Wie ich es schon erhofft hatte. Jetzt sehen wir, wie viele Punkte. Mir fehlt... Okay, wir gehen ganz kurz rüber zur Kriegergilde pennen. Bei der Kriegergilde dürfen wir, soweit ich weiß, schlafen. Machen unser Level ab. Ah, wie hat der Tag euch begrüßt? Und hat aufgehört zu stürmen. Tun uns danach ein bisschen im Verzaubern hochskillen. War das hier das? Nein, das war es nicht. Irgendwo sind hier die Quartiere. Das hier waren sie, glaube ich, genau. So, hier, ich will oben liegen. Bist geheilt. Ihr wacht. Ihr hört etwas und spürt, dass jemand in der Nähe ist. Ja, ihr könnt nicht rasten, während ihr schlaft. Dann wollen wir nochmal gucken, wo derjenige in der Nähe ist. Tierisch aufpassen, dass ich den da hinten nicht aus Versehen haue. Den fehlen übrigens die Augen, ne? Und ein sehr dramatischer Abgang wieder. So, weiter geht's mit Schlafen. Wir haben es ja nicht geschafft. Wir wollen wieder oben schlafen. So, Stärke geht nicht mehr höher, Konstitution auch nicht. Also Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Charisma. Charisma, wenn wir als nächstes maxen, so wie das aussieht. Und jetzt gehen wir rüber und lernen verzaubern, damit wir endlich mal unser Gold loswerden. Wo ich gar nicht weiß, ob die mich hier in dieser Kriegergilde auch noch ausbilden könnten. Hier nicht. Er hätte wahrscheinlich die Befehle für mich. Und er hier? Ausbildung. Fleisch und Blocken könnte er mich ausbilden. Ja, bin ich schon so gut. Schade, ne? So, auf geht's rüber zur Magiergilde. Ah! Willkommen. Wie geht es euch? Nein, das hat er natürlich so nicht gesagt. Da unten war er, glaube ich, genau. Da. Der Ork. Verzaubern. Auf 8. Ausbildung. Verzaubern. Mal gucken, wie lange wir das Spiel machen können. Theoretisch brauchen wir keine Level-Ups mehr. Praktisch wissen wir nicht, wohin. Mit dem Gold. Und wenn wir nicht wissen, wohin mit dem Gold, dann machen wir das auch alle.
So, jetzt müssten nur noch zweimal, glaube ich. Jetzt? Hä? Level 25 Max? Oder wird Verzaubern nicht angerechnet? Ach du Scheiße, Verzaubern wird ja gar nicht angerechnet. Verzaubern wir auf den Ring. Okay, dann ziehen wir Verzaubern trotzdem mal noch ein Stückchen höher. Verzaubern war nur dafür da, weil wir den Ring hier hochziehen wollen. Also wenn wir ihn benutzen, dass er einen besseren Effekt hat, aber... Okay, wir ziehen mal Verzaubern auf 30. Schlage ich jetzt mal vor. Da pushen wir aus Versehen in Nebenattributen. Ich wundere mich, warum nichts passiert. So, 28, 29, 30. So, jetzt gucken wir uns nochmal um, ob hier vielleicht doch jemand anderes was hat, was wir auch haben. Der bildet mich nicht aus. Der bildet mich nicht braucht aus. Braucht ihr etwas? Du siehst sehr weiblich aus, dafür, dass du eine männliche Stimme hast. Haben wir hier oben noch was? Sieht nicht danach aus. War eine Falle dran. Hier ist nur anderes. Dieses Portalding ist hier. Holztür. Mhm. Okay. Die Ausbildung, die wir gemacht haben, war jetzt nicht unbedingt sinnvoll. Er kann mir auch nichts beibringen, was ich will. Okay, dann Glück reisen. Und die besten Wünsche für euch. Wir weiter nach Bamura. Dort kann auf jeden Fall keiner mehr was ausbilden. Und verkaufen dann ganz kurz dort. Und dann gehen wir noch einmal nach Ebenherz und verkaufen dort Reisen. Bamura. Und dann wollen wir uns die Reisen nochmal antun? Nein. Ich glaube, ein Level-Up auf Falschen kostet dort 500. Wenn wir das jetzt hochziehen, wollen sie mal recht teuer dabei. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn wir das erst machen, wenn wir mehr Kohle haben. Halt, wir müssen hier oben noch fix hinverkaufen. Jetzt wäre ich fast an den ganzen Händlern vorbeigerannt. Wäre nicht so klug gewesen. Haben wir denn überhaupt noch was für die? Ja, hier haben wir noch für den einen Handschuh. Den kauft der ja auch noch. Handeln. Einen Handschuh. Für dich. Verkäufer Max. Und dann hätten wir hier noch für... gehen wir erstmal zu ihm. Handeln. Das Ding hätten wir hier noch. Und das und das. Nee, das nicht. Das wollen wir aber halten. Das hätte ich noch für ihn. Aber das wird er sich nicht leisten können. 1100, doch, das kann er sich leisten. Nehmen wir das dazu. Und das, das ist zu teuer. Ja doch, so machen wir es. Und wieder raus zu dem Händler hier nebenan. Hier, der hat 800, der kriegt noch diesen Handschuh. Verkäufer Max. Und das hier theoretisch auch noch kommen. Oh ne, das ist was wert. Verkäufer Max, so. Dann kriegt sie hier drüben das Ding. Das Teil hier, das Aschsalz. Und dann hätten wir los noch... diese eine Klinge und dieses eine Schild. Und das könnten wir... Ich habe das Sinn macht, das mit uns rumzuschleppen? Weiß es nicht. Anbieten. Jetzt gehen wir erstmal kurz in unser Haus. Und ich würde gerne die ganzen Notizen, die wir da haben, die ganzen Bücher hier würde ich gerne mal ablegen. Müssen wir die endlich mal aus dem Inventar raus haben. Ich werde beobachtet. Ich spüre. So, hier war dieser Sack. Da müssten die ganzen Zettel reinpassen, bin ich der Meinung. So, so, genau, die passen hier alle rein. Dann packen wir die mal hier rein. In der Hoffnung, dass wir die auch wieder bekommen. So, eins von den... wir werden nicht alles loswerden. Wie schwer ist denn das? Doch, das sind 30 wiegen die beiden Dinger. Mann. Dann legen wir eins davon weg. Und eins davon. So. Und schaffen das noch runter zu Dingens. Und dann war's das. Und dann gehen wir wieder hoch. Machen wir das so. Drei Schilder haben wir. Nicht schon viel zu viele Schilder.
Ey, wir brauchen aber Schilde. Ne, der Rest passt so. Gut. Vor allem, wir haben ja auch magische Waffen. Die magischen Waffen haben eine relativ hohe Wichtigkeit. Jetzt noch einmal ganz kurz nach Ebenherz und dann reisen wir nach oben. Das nach oben geht ja dann wieder genauso schnell. Und in Ebenherz wäre interessant, wie wir ihn dazu überredet bekommen, dass er uns Blocken beibringt. Weil angeblich soll er ja mir Blocken 100 beibringen können, wenn ich ihn dafür Warum die entsprechende gehen, Kohle gebe. Wenn ihr auch reiten könnt. Aber ich weiß halt nicht wie, weil ja, das Ausbildungsding ist ja nicht freigeschaltet. Ich weiß nicht, ob das irgendwann kommt, wenn ich ihn vielleicht glücklich mache. Das könnten wir sogar mal probieren, dass wir ihn glücklich machen. Reisen. Ebenherz. Das probieren wir jetzt auch gleich mal. Dann machen wir kurz ein Safe-Game. Während die wieder dieser coole Drache ist. Hallo. Das sieht total verplant aus. Ein. Ihr seid gebildet. Mir gefällt das. Ihr seid gebildet. Mir gefällt das. Ich meine, er hat es nicht so gesagt. So. Jetzt. Gehen wir hier hin und hier und speichern einmal. Speichern. Nee, nicht reparieren, sondern ich gebe ihn jetzt mal Gold. So. Und er bietet Ausbilden nicht an. Dienste. Agentin ist die Wirt der sechs Fische. Er vermietet Betten und verkauft Nahrungsmittel. Die Dienste des kaiserlichen Kults umfassen einen Priester, bla 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 bla. Umfassen einen Heilerschmied, Waffen. Bezirken große Händler. Nein, er bietet das nicht an. Keine Ahnung, warum. Laden. Dieses Safe-Game. Also hier ist die Wiki entweder veraltet oder falsch. Handeln. So, einmal dieses Schwert für 3500. Das. Oh, ist hier einer im Knast? Hallo? Hallo? Das ist nur eine Zelle. Hallo? Oh, mit denen kann man sogar reden, mit den Gefangenen. Wer ist da? Lebt wohl. Cool. Noch ein Gefangener. Wenn ich will mit den Gefangenen reden und nicht die Tür aufmachen. Da. Wer ist da? Lebt wohl. Hm. Okay, die haben auf jeden Fall keinen Bock mit uns zu reden. So viel steht fest. Wir sind wieder draußen und machen uns jetzt auf den Weg nach oben. Auch wenn wir jetzt wieder sehr viel Zeit in dieser Folge verschwendet haben und nicht vorangekommen sind. Bleibt in Bewegung. Tut mir leid, aber das gehört halt zu Morwind dazu, dass man Sachen, die man findet, verkaufen will. Ich weiß es. Es ist eigentlich dumm, aber ja, so ist es halt. Kann es ja nicht ändern. Was haltet ihr von unserer Stadt? Sie ist sehr schön. Ein Vive ist total unübersichtlich. Ich glaube, ihr habt schon mitbekommen, dass ich mich absichtlich nie in Vive aufhalte, sondern immer um Vive einen großen Bogen laufe, weil sie einfach mein Fuck erst sonst was ist. Also wirklich richtig schlimm, diese Stadt. Reisen. Balmora. Hallo. Warum gehen, wenn ihr auch reiten könnt? Nach Altruhn. Und hier, hallo, nach Marguan. Warum gehen, so, wenn ihr auch reiten könnt? Aua. Dann haben wir es geschafft und machen uns jetzt auf den Weg dahin, wo wir eigentlich hätten längst hinlaufen müssen. Und wie gesagt, hier oben, hier werde ich mal rechts abbiegen und gucken, ob das vielleicht der richtige Weg ist. Wenn nicht, kriege ich das auch recht zügig raus. Da oben dampft es wieder. Warte, da. Jetzt seht ihr das Dampfen oben rechts. Da. Was immer da oben ist. Ich hoffe, wir werden es irgendwann noch rauskriegen, was hier oben dampft. Hallo, Vogel. Oh, er kommt schnell runter. Hallo. So. Leiche beseitigen. Und ich sind auch gleich eine halbe Stunde rum, aber ich versuche noch möglichst viel Weg in dieser Zeit zurückzulegen. Wie gesagt, hier jetzt hoch, hier gehen wir zum ersten Mal hoch. Während wir hier jetzt also dann tatsächlich mal näher an diese, ich möchte es Barriere nennen, ankommen.
Die Geräuschkulisse hat mir nicht gefallen, aber ja. Das ist eine Barriere. Ich möchte da einmal dagegen laufen. Da hinten steht sogar eine. Seht ihr das? Da hinten steht eine. Der castet, so wie es aussieht. Ja. Okay. Das heißt, hier brauchen wir nicht lang gehen. Hier lang ist falsch, würde ich dann mal sagen. Weil hier geht es nicht rein. Und es wirkt auch äußerst bedrohlich. Gut. Okay. Dann machen wir uns mal auf den Rückweg. Den Vogel töten wir noch fix, damit der nächsten Folge nicht da ist. Ach, der Vogel kann da durch. Nein, kann er nicht. Dachte schon. Aber er greift uns nicht an. Warum auch immer. Gut. In der nächsten Folge laufen wir dann also hier nochmal den Umweg und gehen dann nach Kokorun rein. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Gebt mir Feedback. Ich freue mich für jeden Scheiß und sage wie immer zum Schluss: Tschö mit ö.